Dann kam eine stille Taube und flog weiter als der Pelikan, so weit wie sie konnte. Ein Rabe fliegt herbei, höher fliegend als die Taube, einfach um zu zeigen, dass er es kann. Ein Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stelle zu finden, gleich bei einem anderen Vogel. Zum Schluss kommt eine Krähe hinzu, die schnell zum Stehen kommt, erst gähnt und dann einnickt. Wer wird den Weg zeigen? Wer wird der Schlüssel sein? Wer wird zu der silbernen Belohnung führen? Ja, hier kriegen wir die Silbermünze. Aber wir können ja noch nichts benutzen hier. Was waren da eben oben? Ist das diese Silbermünze? Vielleicht, aber die ist ein bisschen groß. Ich glaube, wir müssen irgendwas auf dem Klavier spielen und das Ding, was da an der Wand steht, hat uns gerade gesagt, wie wir das machen müssen. Es hat uns quasi gesagt, welche Tasten wir benutzen sollen. Das geht ja momentan nicht, weil es noch abgeschlossen ist. Genau, das heißt, wir sollten uns erstmal andere Sachen raussuchen. Wir haben ja noch was zu erkunden. Ja, mit ein bisschen Glück können wir da durch. Na, ja, kein Glück. Wo müssen wir jetzt lang? Einmal durch. Boah, es geht. Oh, nein. Ah, direkt rein in diesen kleinen Sack. Ja, weg. Wir müssen jetzt auch wieder links. Ich gehe aber nochmal hier rein, damit es markiert wird. Das ist aus Prinzip. Wir müssen doch jetzt eigentlich nach Down, ne? Wir müssen erstmal wieder zu Down und Up, weil da unten Classroom, Toilette haben wir noch erkundet. Das die waren erkundungsbar, ja. Da hat er übrigens das Piano gerade markiert. Habe ich schon gesehen. Na, oh, das kann ruhig ein bisschen früher losschlagen können. Ja. Der ist nicht so schnell, der Kollege. Hat keine Militärausbildung. Ja, gut. Kann er nicht haben. Das wird lustig. Ja, ja, das wird nichts. Du siehst ganz schlecht aus. Ja. Alter. Ich nehme mal noch eins. Wir haben's ja. Ja, jetzt los. Komm vorbei. Und weg hier. Einfach weg hier. Wir haben hier nicht die großen Möglichkeiten, nochmal Wege zu laufen. So. Du willst echt? Naja, warum nicht? Du brauchst drei Kugeln. Ja, die haben dickes Fell, weißt du? Ja. Irgendwie bin ich jetzt sehr froh, dass uns die Tante das gegeben hat. Ja, ohne. Ja, sowas von am Arsch. Wir haben noch ein Tunikum und, glaube ich, zwei Medikits und wir sind, glaube ich, ein. Naja, wir können beide ja rein, das geht ja da durch. Echt? Nur ein Tunikum noch? Ja, wir haben das. Sie nicht drei haben? Wir haben eins. Echt jetzt? Kacke. Naja, die Schule, die fordert halt ein bisschen so ihre Opfer. Einen Moment der Stille. Naja. Das ist ja nicht nur in Silent Hill so, ne? Ja. Dass die Schule einige Opfer fordert. Meine Mutti. Obwohl, ja. Sieht irgendwie wie eine Art Katze aus. Oder wie Merry Christmas. Weil sie hatte Mary geschrieben irgendwie. Ja, das sah komisch aus. Das sah sehr merkwürdig aus. Da ist eins, zwei oder drei. Ich glaube, wir könnten in den anderen da vorne gehen. Hier ist wahrscheinlich gar nicht mal eine so schlechte Idee. Abgesehen vielleicht von dieser Schublade da, also von dem Ding, aber. Nö, da sagt uns auch nichts. Oh, die Steuerung. Die Steuerung. Unglaublich. Lustig, tralalala. Und jetzt? Na. Kollege. Der schießt auch wirklich bloß auf den einen, der schon tot ist, halb. Ja.
Die sind scheiße, die Viecher. Die sind echt scheiße. Ja. Ich habe gerade vergessen, wo Kugeln waren. Da, 74. Einfach mal vergessen. Da liegt ein Tonikum. Da hinten. Alter. Leben. Können es aber auch nicht lassen und müssen in jeden Raum. Ja, finde ich aber auch eigentlich relativ wichtig. Ist es auch. So, gleich. Erstmal gegen die Tür. Wir müssen gleich erstmal rechts. So, Toilette, dein Lieblingsort. Scheint hier wieder nichts los zu sein. Ja. Da scheint ja wieder nichts los zu sein, ja. Gucken, ob das der ist, den ich meinte. Da geht gar nichts. Die Tür bleibt zu. Das ist auch im Nachbarklo. Möchte nicht gestört werden, wer das auch immer ist. Ich glaube, wir sind ja auf dem Männerklo, ja. Guck doch mal die erste Tür. Hm. Ich glaube, die hast du nicht richtig gehabt. Okay. Gut. Nö, nö, da geht nichts. Ja, dann. Nein! Die muss man immer mal angesehen hier über die Schultertaste, damit da was geht. Munition! Naja, so ein bisschen Gesundheit wäre mir lieber. Glaube ich dir gerne. Wollen wir uns mal mit Tonikum heilen? Hm, ich weiß nicht. Einen Angriff können wir noch. Sonst ist doch nichts. Stimmt. Das ist bestimmt jetzt voll lustig, darüber zu laufen. Also, wir kommen hier durch. Ah! Sie können mal jammt halt. Naja, können wir eine Abkürzung nehmen. Ja, einmal durch und dann, ja, das sieht gut aus. Das ist alles schön markiert. Ja. Irgendwann müssten wir noch aufs Dach halt. Ja, ist richtig. Das wird sich ja dann zeigen. Immer schön einen großen Bogen wie um Fahrradfahrer. Ne? Den kann ich leider keinen großen Bogen machen. Geh nach unten. Jetzt holen wir uns das Tunikum rein. Oder ein Medikit? Mir ist egal. Ja, wo ist Nummer 2? Ist noch abwesend. So, wen ist da? Ich mach nochmal hier einen Kameraschwenk, nicht, dass er hinter uns auftaucht. Da kann man übrigens noch ein Stockwerk tiefer. Aber vielleicht ist das auch nur wieder so ein Storage Room. Nee, da kann man wirklich runter. Ja, da gehen wir mal schnell runter, damit wir das haben. Und wissen, was abgeht. Eine Kellertür. Die sieht unglaublich einladend aus. Hier ist ein Generator. Kann man einen Knopf drücken, glaube ich. Glaube ich auch. Ein paar Ventile. Ventil ist fest zugedreht, lässt sich nicht drehen. Hm, besser nicht anrühren, ja. Hey, alles schön. Ja, schön. Aber ein Knopf. Das ist ein Schalter. Ja, können wir machen. Nichts scheint zu passieren. Ja. Gibt halt hier nichts irgendwie, was geht. Ja, ist ja okay. Scheint noch irgendwas zu sein. Hier wieder so ein Teil. Vielleicht liegt irgendwas drin. Nö. Gar nichts. Boah, ich bin voll angespannt. Ein Schloss klemmt. Also, alles okay. No problemo. Momentan zumindest. Und das machen wir doch mit links. Dabei hält er die Pistole in der rechten Hand. So, schön nach oben. Ich glaube, die Luft ist rein. Am Ende des Raumes ist auf jeden Fall nochmal so ein Vieh. Ja.
Die Klassenräume sind alle gleich aufgebaut. Hängt bloß meistens ein bisschen was anderes an der Wand. War das eine Spinne? Auf dem Kopf? Der schreckt sich halt vor der Spinne. Ein Trabi, oder? Sieht eher aus wie ein Jeep. Wird anderes. Es sah ein bisschen wie ein Trabi aus, aber ich bin ja auch nicht der Autofreak. Ja. Okay, da geht's weiter. War ja sowas von klar. Oh, ich dachte eben schon, ich renne durch den Gegner durch, weißt du? Ja. Also, naja, bin ich ja im Prinzip auch, aber ist ja kein Gegner. Wo ist denn der andere? Nicht, dass hier noch ein echter rumlungert. Nee, weg. Soundtrack. Bloß Soundtrack. Alles ist gut. Alles ist gut, Harry. Das ist bloß der Soundtrack. Ja, da oben ist nochmal Ball. Hall. Ball lese ich schon. Hallo. Hall. Ja, es ist jetzt auch nicht so leicht lesbar. Ja, glaube ich, ja. Ja, wenn wir da drin waren, dann waren wir überall bis auf dem Dach. Ja, na dann. Dann müssten wir uns mal ein bisschen was überlegen, wie wir die ganze Geschichte hier lösen wollen. Also, meine Idee erstmal nicht sterben ist auf jeden Fall gut für mich. Ist gut. Schloss knapp. Gut, also in die Dingens kommen wir nicht rein, in die Halle. Ich gehe mal da durch. Sind wir abgeschlossen. Ja, sonst kommen wir hier nicht weiter. Unten kommen wir da jetzt auch durch. Wir können jetzt einmal durch und würden dann beim Dach landen am Ende. Ja, das ist auf jeden Fall ein... Klingt gut, oder? Bin ich auf jeden Fall nicht abgeneigt. Gut. Dann machen wir das doch mal schnell. So, das sind bestimmt Gegner. Oh, nee. Sieht ruhig aus. Ist aber auch eine große Tür. So, dann machen wir jetzt überall. Okay. Strengen wir mal unsere... Vielleicht sollten wir nochmal runter in eine Halle gehen, in der Eingangshalle, um nochmal zu lesen, was da so alles war. Ah, ja, das ist eine gute Idee. Also wieder zum, hier, Dingsumsraum. Zur Lobby. Und zur Rezeption, ja, Rezeption halt. Ja, da stand das ja. Wir haben halt das Piano gefunden. Das ist auch auf jeden Fall Teil des Rätsels. Ja. Das muss auf jeden Fall. Da war die Statue mit der Hand. Der Lockerroom, da war halt auch ein Fragezeichen wegen der Katze. Ja. Das sind halt so unsere momentanen Ausflugsorte. Ne? Ich kann mir natürlich vorstellen, dass die Katze irgendwo im Hof ist. Die ist ja raus. Wollen wir mal noch kurz durch den Hof, wenn wir schon mal unten sind? Das ist auf jeden Fall der schnellste Weg zu Dingen, zur Rezeption. Ja, man kann jetzt natürlich auch von der Seite dadurch, weil wir das aufgesperrt haben. Das ist ruhig. Ich denke mal, da sollte es in die Mitte gehen. Auf der rechten Seite. Da ist was. Ja! Ja, klar! Ja. Lauf weiter. Was ist denn das? Eine goldene Sonne. Haben wir. Auf der anderen Seite müssen wir wahrscheinlich auch was einsetzen. Ja, Silber. So ein Kack. Nein. Aber es war bloß ein Schlag. Ich glaube, hier ist sonst nichts. Ich glaube, okay. Irgendwie auch nicht. Gucken wir mal durch die Mitte durch. Aber die Kamera ist echt böse. Ja, immerhin wissen wir jetzt, wo das ganze Zeug hin soll. Ja, das ist auf jeden Fall eine beruhigende Sache. So, dann müssen wir mal lesen. So, Musik, sei mal ruhig. Danke. Also. Das war, glaube ich, der Chemieraum, oder? Den ich glaube auch. Ah, Chemieraum, oh Gott, auf der Handfläche, bla bla bla. Das haben wir gelöst, so, jetzt ist das hier dran. Dunkelheit, die erstickende Hitze bringt, Flammen bewegen die, das Schweigen und wecken die hungrige Bestie, die Tür der Zeit öffnen und Beute zu locken. Ich glaube, das ist das Tür, das Bild. Teil im Hof, also entweder das Bild oder das Teil im Hof, wo man die Sonne einsetzen muss. Eins von beiden. Und hier haben wir noch? Ein Ort mit Sang und Klang, ein sehr langer Weg. Wir müssen da oben mit dem Klavier was machen. Das muss irgendwie aufsperrbar sein.